So, weiter geht's. Also, mal schauen, was nun auf uns zukommen wird. Was erfahren wir weiterhin über die Crew? Wie ist der Status aktuell? Oh, Datenübertragungsgerät abtrennen. Sehr gut, wir haben alles komplett runtergeladen und geuploadet, wie auch immer. Upload abgeschlossen für Personal 100%. Das heißt, wir können die Datenübertragung abtrennen. Auf geht's. Wie schaut der Plan aus? Also, zurück zur Zentrale. Ja, haben wir soweit alles gesehen? Okay, warte. Wir haben wieder Informationen bekommen. Eine Nachricht. Wie schaut's denn aus hier? Venturis Technologies. Unter Auftragsnehmer Ferris, bitte begeben Sie sich zum biomedizinischen Modul, um den KI-Datentransferprozess fortzusetzen. Ihrem Vertrag gemäß ist hinsichtlich dieser Mission Eile geboten. Warum Eile? Gibt es hier ein gewisses Problem? Ich weiß es nicht. So, warte mal. Wir werden trotzdem jetzt mal gucken, ob wir noch zu den anderen Bereichen rein können oder gar nicht. Ah, das geht also. Also es geht auch noch hier. Es gibt noch die Möglichkeit, hier nochmal reinzugucken. Was haben wir jetzt hier? Ja. Ja, das kennen wir alles schon. Brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, uns mal genauer anzuschauen. Gut, das heißt, wir können wieder zurückgehen. Hier haben wir soweit eh alles abgearbeitet. Okay, ab zum medizinischen Bereich. Mal schauen. Zurück zur Zentrale. So, Zugang zur Stationszentrale. Bitte um Gravitationsanzug. Schacht ist derzeit unbesetzt. Transfer inszenieren. Okay. Ich bin ready. So, mein Anzug ist versiegelt. Auf geht's. Verlasse Personalmodul. So, was haben wir hier? Venturis-Gürtel, Ferienorbit. Ja, das kennen wir schon. So. Und ab diesem Moment sind wir wieder schwerelos. Und es dreht sich wieder alles um einen herum. So, warte mal. Hoppala. Also, wo müssen wir rum? Wo müssen wir rum? So. Pfeile zeigen nach links. Ich muss aber zum medizinischen Bereich. Na, warte mal. Einmal zurück. Da oben ging es zum biomedizinischen Zugang. Ja, da sind wir richtig. Da sind wir also hin. Ah, da befindet sich auch wieder ein Aufzug. Aber diesmal geht es anscheinend runter, oder? So, was haben wir hier? Just Married. Ah. Frisch vermählte neue Perspektiven. Verfügbar ab 2088. Voranmeldung jetzt möglich. Ist unglaublich. Das Rundum-Sorglos-Paket. Betrete biomedizinisches Modul. So. Okay. Also von den Nachrichten, wie schaut's aus? Ja, wir werden darauf hingewiesen, dass wir uns beeilen sollten. Ne, die lassen mich jetzt hier nicht stressen. Also wir müssen schon uns mal alles genauer angucken. Also von der Crew sieht es mal alles gleich aus. 6 Personen befinden sich hier. So, was haben wir hier? Das war mein Ausweis. Da hat sich also nichts geändert. So, von der Navigation sieht es also so aus. Wir befinden uns also hier links außen. Wir haben... Personalmodul haben wir abgecheckt. Dann kommt noch die Maschinenstation später. Das sind also 3 Sektionen, kann man schon fast sagen. Okay, gut. Jetzt bin ich gespannt, was wir hier erwarten werden. Also, auf geht's. Man kann hier nochmal rausgucken. Man sieht nochmal, es ist unglaublich riesig. Die komplette Station... Sieht so aus, als wären sie in gewissen Ringen abgeschottet. Also jeder einzelne Ring, der sich dort dreht, ist also ein größeres Modul. Oder zumindest befindet sich dort ein Modul. So,
Jetzt können wir hier wieder die Wandplatte öffnen. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt wieder eine Datenübertragung abschließen. Auf geht's. So. Einmal rein damit. Und da sehen wir auch wieder hier. Upload auf angedocktes Schiff. Also es wird alles auf unser Schiff übertragen. Dauert natürlich wieder eine Weile. Das heißt, es startet wieder bei 0%. Und ja, Maschinenstation, da steht es auch noch, ist ausstehend. Personal, ja, Sektion ist abgeschlossen. Das passt soweit. Da haben wir alle Daten erfasst. So. Und was haben wir da jetzt noch für Informationen bekommen? Na, komm. Aha. Das sind eine Menge Nachrichten jetzt hier eingetrudelt. So, warte mal. Ich glaube, das haben wir noch nicht gehabt. Okay, die AR-Daten, die du gefunden hast, werden auch an uns übertragen. Sie hinterlassen eine Wiederherstellungssignatur, aber das ist in Ordnung. Verstehe. Also die Nachricht geht halt raus. Ich gehe davon aus, das wird an die Erde geschickt. So, dann haben wir noch hier. Der erste Teil des KI-Netzes wurde vollständig übertragen. Unsere Techniker schauen sich die Daten aus der Ferne an. Sie sind intakt. Sehr gut. Ein interessanter Odin-Fakt für dich, während du arbeitest. Odin war die erste KI, die aus der ursprünglichen Quelle vor über 100 Jahren hervorgegangen ist. Er ist ein alter Bursche. Okay. 100 Jahre alt schon. Ich bin übrigens H.H.I. H.H.I. Aha. Na, ich hoffe, du kannst das lesen. Okay. Dein offizieller Betreuer ist wieder vom Klo zurück. Tschüss. Da hat sich also jemand heimlich an den PC rangewagt. Aber wer ist ein H.H.I? Hm, vielleicht einer von der Crew, warte mal. Die zurückgekehrt ist, wieder zur Erde. Wobei man weiß ja bis jetzt, jetzt den Zeitpunkt immer nicht, was mit den sechs passiert ist. Also sind die gestorben auf der Station? Oder wurden sie doch irgendwie schon gerettet zuvor? Oder sind sie irgendwie gefangen auf der Station? Das wissen wir alles nicht. Aber H.H.I, damit könnte ich jetzt hier keinen in Verbindung bekommen. Aber gut. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal, wo gehen wir hin? Botanik oder Medizin? Gehen wir jetzt erstmal zur Medizin-Sektion. Denn dort werden wir wahrscheinlich die Sarah antreffen. Die freizügige Sarah, die mit dem, mit der Bord-KI, ja, so ziemlich, naja, wie soll man sagen, ist ja kein Techtelmechtel zwischen der KI und der Sarah, aber die verstehen sich recht gut. Mal schauen. So, aufgezeichnet vor 2 Tagen. Das bedeutet, diese Aufzeichnung ist geschehen, nachdem das Unglück passiert ist, nachdem dieser Meteorit oder dieses, der Weltraumschrott hier auf die Station gekracht ist und das Chaos ausgelöst hat. So, was steht hier noch? Willkommen auf der medizinischen Station. Bitte begeben Sie sich zur ärztlichen Untersuchung zum Untersuchungsraum. Also einmal rechts rum, okay. Und ist Venturis happy, geht's Venturis gut. Behandelnde Arzt Dr. Med Sarah Hasmadi. So, dann will mal schauen, was hier vor 2 Tagen passiert ist. Okay, Sarah. We'll see you over in Mech. Soon as everything's wrapped up here. Alright. Good speed. Once more into the breach? What? I don't know. I'm just thinking about how Evie and Clive are already in deep freeze. Did you read the message they sent? Yeah. Why are we going into the supply closet? I got to talk to them a little bit right before Sarah took them down to cryo, and Evie was being so encouraging. They're putting all their faith in us, but... But what? Right before they turned to go, just for a second, they looked so worried. Oh, baby. The clock is ticking, and I just keep thinking, what if the last time they saw each other... the last time they'll ever see each other. Don't think about that. How can I? How can you not think about it? So, you know the concept of partitioning from early century computing? Yeah, I think so. So, you have a data drive.
Maybe one partition was your operating system, and the other one was like general data storage. And maybe you'd partition part of the drive off to contain something that might be unstable that you otherwise kind of, you know, wanted not to interfere with anything else. There are certain things that are gonna help us get this done, but some things, they need to be partitioned off. Because thinking about them isn't gonna help us. But you're thinking about us, at least, aren't you? Yeah. And when I do let myself start thinking about how there's a possibility this is the last of our time together too, Matt? Then I start thinking we should really make the most of it. Whoa. Was ist denn jetzt hier passiert? Also ich muss sagen, das Gespräch war grundsätzlich ein bisschen schwierig da durchzublicken. Also irgendwie, das Gespräch ging ursprünglich darüber, dass James, also mal zusammenzufassen, also hier James, der Stationsadministratorin, die hat ja so ein kleines Techtelmechtel mit dem Cliff, ja. Und die beiden sind ja sehr harmonisch miteinander, zumindest war es bis vor kurzem so an dem. Und die beiden haben jetzt gerade darüber gesprochen, also sprich die Natalie und die Roberta sprechen gerade darüber, dass was ist, wenn Cliff und James sich das letzte Mal gesehen haben. Und jetzt ist die Frage, was ist da zwischen den beiden vorgefallen? Das wissen wir aktuell noch nicht, aber Fakt ist irgendwie, dass auch Natalie, die Netzwerkspezialistin, gerade mit Roberta ein bisschen darüber gequatscht hat, über ein Problem von Datenträgern und dass man da Probleme lösen müsste. Und was ist, wenn das das letzte Mal ist, dass wir uns sehen? Jetzt, ja, ihr seht es ja selbst, also die sind übereinander hergefallen. Also ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass es halt die besten Freunde oder Freundinnen sind, aber vielleicht ist da schon auch früher ein bisschen mehr gelaufen. Ich bin halt so ein bisschen irritiert. Zumindest aktuell. Also es ist noch nicht ganz klar, worum es hier gerade wirklich geht. Fakt ist aber, dass hier die Station bald keinen Sauerstoff mehr hat. Und ja, mal gucken, was sie nun draus machen werden, die Crew. Und ob sie eine Lösung finden. Ja, was haben wir noch hier? Wir haben hier ein paar Anti-Allergie-Kapseln. Wir haben Paraprol. Schmerzmittel haben wir hier, also das ist anscheinend komplett hier das Equipment der medizinischen Station. Natürlich ein Latex. Ja, Latexhandschuhe haben wir alles am Start hier. Sinusoid, also nicht Sinopret, Sinusoid. Haben wir ordentlich mal hier die Marken umbenannt, aber jeder weiß natürlich, was dahinter steckt. Was haben wir hier? Tagesration Vitamine, ja, das kennen wir eigentlich auch schon. Der Cliff hat ja ein paar Vitamine schon auf dem Tisch gehabt, auf seinem Bürotischlein. Was haben wir hier? Da sind einige Sachen unter Verschluss. Was sehe ich denn da durch die Stäbe? Oxycodon. Oh, das ist also der harte Stuff drin. Also die extremen medizinischen Dinge. Schmerzmittelmäßig. Was haben wir hier? Gesichertes medizinisches Lager. Zugangsberechtigung nur für Arzt. Verriegelungsvorrichtung aktiv. Das heißt, da kommen wir ohne Schlüssel nicht ran. Ich gehe aber schwer davon aus, dass wir bei der Sarah, der Ärztin, den Schlüssel finden werden. Gut, ich würde sagen, die lassen wir mal hier in der Ecke, ne, weil sie gerade Spaß haben. So, Spannbänder, Kosmetiktücher, also hier alles Mögliche befinden wir hier. Was haben wir hier? Das sind wieder diese Tagesration Vitamine. Ja, diese Box oder diese Schachtel, wie noch immer, das haben wir, wie gesagt, beim Cliff gesehen. Der futtert die wohl fröhlich. So, oh, was haben wir da? Auf der anderen Seite steht noch mehr hier. Venturis Erinnerungen für gesunde Auftragnehmer. Haben Sie schon einen Termin für Ihre vierteljährlichen medizinischen Bioscan gemacht? Ihre Gesundheit kann nicht warten. Es wird ein Minimum von 3 Stunden Leibesübung pro Woche empfohlen. Ihre Stärke ist unsere Stärke. Es wird ein Minimum von 3 Stunden Leibesübung pro Woche empfohlen. Ihre Stärke ist unsere Stärke. Durch Einhaltung der Unternehmensrichtlinien für Fitness- und Ernährungsziele sichern Sie sich große Treuepunkte-Bonusse. Lassen Sie sich diese nicht entgehen. Auch weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Venturis-Auftragnehmer-Treue-Kontaktperson. Also, dass es hier ein gewisses System gibt, dieses Treuepunkte-System, das haben wir ja schon vorher erfahren. Aber was man nun wirklich mit diesen Treuebonuspunkten machen kann, ist mir nicht so ganz klar. Kann man damit Urlaub machen? Kostenlos oder günstig, oder ist das
erforderlich, um aufzusteigen mit diesen Treuepunkten. Also in der Hierarchie, dass man dann, ne, jobmäßig weiter vorankommt, ich weiß es nicht. Das ist mir nämlich ganz klar. So, da können wir hier verriegeln, das brauchen wir aber nicht. Das sieht so schöner aus. Was haben wir hier? Ja, das ist moderne Kunst. Dann haben wir hier beruhigende Klänge aus dem Radio. Personalquartiere, ne, da gehen wir noch nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal hier rüber. Ich bin neugierig. Untersuchungseinrichtung. Aber warte, da werden wir mal vor zurückspulen nochmal. Und gucken, wo die Leute hingegangen sind. So. Okay, Sarah. Also. We'll see you over in Mac. Soon as everything's wrapped up here. Alright. Good speed. Dann folgen wir mal der Sarah. Oh, Odin. Did I do the right thing? In what regard? Does Nat deserve to know? What her odds are if she ends up going into cryo? I believe that you have made a decision with both Roberta and Natalie's best interests at heart. Above all, do no harm. If we do make it out of this thing, Nat's going to have to find out I didn't tell her everything at some point. I believe that is a bridge to be crossed at a later date. Andrew is here for his exam. Oh. Send him in. So you showed up for your exam? I did. So does that mean you've decided to... What's gonna happen to us, Sarah? What? Well, Bert and Nat are going to fix up the drone with life support, and then we're... No. I mean... What if things don't work out? And we're still stuck in cryo? Oh. Well... When you go into stabilizing sleep, it feels just like any other sleep, really. The body effectively goes into a controlled hypothermic coma. Do you dream? Sometimes. Sometimes very intense dreams. And then what? After a certain amount of time, your body slows down too much. Things start shutting down. Don't wake back up. It doesn't hurt. No. Do you think Bert and Nat can get it done? I do. Then I'll just have to trust your professional opinion and do my part. It's been good working with you, Doc. I'm ready for my exam. Okay. Am Schluss haben wir so Rumsen hören. Ja, das war halt die Natalie und die Roberta. Ja, jetzt haben wir es gerade gehört. Also, da wird ein Masterplan geschmiedet, wie man anscheinend mit der Situation umgeht. Fakt ist, wie gesagt, uns geht der Sauerstoff aus. Es ist eine Katastrophe. Die Kommunikation nach außen ist komplett abgeschaltet. Und jetzt, so wie ich es rausgehört habe, besteht der Plan, dass die Natalie und die Roberta anscheinend irgendwelche Drohnen halt deaktivieren oder ich weiß nicht was, aber zumindest haben sie einen Plan, um die Station zu retten. Irgendwie ist was am Laufen. Und ist aber sehr gefährlich anscheinend und es geht die ganze Zeit um einen Tiefschlaf. Krykase hieß es, glaube ich, oder? Also es geht darum anscheinend, der Plan besteht darin, dass man die Crewmitglieder in einen Tiefschlaf versetzt, um sie dann später wieder zurückzuholen, sobald wieder Sauerstoff auf der Station existiert. Aber das ist anscheinend nicht so ungefährlich und die Sarah weiß das auch, aber versucht hier die Leute ruhig zu halten. Und Andrew, ja, der vertraut darauf, dass Sarah die Wahrheit sagt und hofft natürlich, dass auch alles gut geht. Also, naja, sie ja, finden sich nicht mit dem Schicksal ab und versuchen noch wirklich das Beste draus zu machen. Die Frage ist natürlich, schaffen sie es oder werden sie dann nie wieder aufwachen aus ihrem Tiefschlaf, aus diesem Koma, diesem künstlichen Koma. Bevor ich jetzt hier weitermache, würde ich sagen, wir werden nochmal ganz kurz zurückspulen. Denn dort gab es auch noch weitere Informationen. Wo haben wir es denn? Ich glaube, das gab es hier, oder? Da. So, da stoppen wir kurz. Da schalten wir, da hängen wir uns mal kurz ran an die Informationen von der Sarah. Denn da gibt es, denke ich mal, einige jetzt abzugreifen. So, was haben wir denn da? Ausnahmezustand in Kraft. Kryogene Einrichtung aktiv. 2 von 6 Kryogenkapseln besetzt. Und ich glaube, dass jetzt schon die
die James und der Cliff in solch einer Kapsel drin stecken, denn das hat ja auch schon die Natalie und die Roberta erwähnt. Was ist, wenn die beiden sich nie wieder sehen? Also ich glaube fest daran, dass die beiden schon in der Kapsel sind und sich in dieses künstliche Koma begeben haben. Warum es ausgerechnet die beiden als erstes sind, das wundert mich trotzdem ein bisschen, weil man sagt ja auch, dass der Captain als letztes geht und sie ist ja eigentlich die Hauptverantwortliche für die Expedition oder für diese Forschungseinrichtung. Also das ist schon ein bisschen, werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Sauerstoffvorrat ca. 50 Stunden. Ja, also da ist der Stand der Dinge noch immer nicht besser. Dann haben wir hier an gesamte Crew. Diese Information ist vom Botaniker gekommen anscheinend. Vom Andrew, scheint so. Tacoma verbleibende Punkt. Für alle, die noch wach sind auf der Tacoma Station. Ich habe allen Crew Desktops ein Tracking Widget hinzugefügt. Es zeigt eine ziemlich genaue Einschätzung, wie viel Luft uns auf der Station noch bleibt. Nach der Algenblüte und EVs, Cliffs und bald auch meinem Eintritt in Kryostase sollte dieser Zähler euch einen ziemlich guten Anlasspunkt geben. Behaltet ihn im Auge. Ja, also wie ich es vermutet habe, EV ist halt die James, die Administrationschefin, die ist jetzt schon in Koma gesetzt worden und Cliff. Und ja, Andrew ist der Nächste. Aber wie gesagt, warum diese Reihenfolge jetzt stattfindet, das ist noch ein Rätsel. Was haben wir noch? Nachricht mit Natalie, also mit der Dame, die wir gerade eben begegnet haben. So. Wenn sie das ist. Doch klar, Natalie Koroschenko. Werte Damen, eure Scans sehen gut aus. Ihr seid bereit für die Kryostase. Wenn Gott behüte, Punkt in die Kapseln. Füge dieselben Standardanweisungen bei, die ich EV und Cliffs gesendet habe. Aha, was ist das hier? Venturis Handbuch für medizinische Auftragnehmer. Kryogener Schlaf. Ein Patientenführer. Im Falle eines medizinischen Notfalls, wenn chirurgische oder erforderliche medizinische Einrichtungen, vorübergehend kryogene Ruhestellung, bis sie zwecks Behandlung transportiert werden können, hier ein schneller Blick auf ... Also das ist alles noch so ein Lückentext ist, das ist manchmal echt anstrengend. Aber gut. Vorbereitung. Das medizinische Personal wird sie scannen und ein entsprechendes Arzneimittel von Flüssigkeiten ermitteln, welches ihnen über eine intravenöse verabreichte Dosis Diuretika und Abführmittel zugefügt wird. What? Um ihrem Körper Zeit zu lassen, darauf zu reagieren, bevor Das medizinische Personal wird sie in der Kryostase-Vorrichtung geleiten. Wenn sich die kryogene Einrichtung vor Ort im Mikrogravitationsbereich befinden, hat das medizinische Personal eine spezielle Ausbildung zu ... Ich frage mich echt die ganze Zeit, ob irgendwann dieses Fachchinesisch aufgedröselt wird oder ob das einfach ein Systemfehler ist, der einfach durchweg so bleiben wird. Keine Ahnung. So. Was haben wir noch? Mehr nicht. Mir hat alles aufgezeichnet vor 2 Tagen, also so viel Zeit bleibt nicht mehr. Aber gut, dann haben wir die Information auch bekommen.